Hi, ihr Schnapsdrosseln. Servus, hier ist die böse Mumie. Das Licht, was die Motten anzieht. Wie das halt so ist mit dem Licht. Ach ja. Jetzt hatte ich doch gestern ein langes Telefonat mit einer Freundin. Wir haben festgestellt, dass wir schon ein 10-jähriges Freundschaftsjubiläum haben. Und dubioserweise habe ich ja ganz vergessen, dass ich ja so diverse Bücher habe, in denen meine Zaubersprüche drinstehen. Nicht nur meine komische, magische Fibel dahin, die ich mal selber gebastelt habe, sondern auch das Teil, was drunter liegt. Jetzt hat sie mich doch glatt an meine alten Zaubersprüche erinnert. Tja, war ich natürlich gestern aktiv. Und schon wirkt, oder wirkt, ja, wirkt dieser Zauberspruch, den ich gestern losgelassen habe. Hat nicht lang gedauert. Ein paar Minuten später war schon das erste Ärgernis verschwunden. Ich habe mich echt kaputt gelacht. So. Und kleiner Hinweis von mir. Wenn ich Affirmationen, die ihr ja als Zaubersprüche so verwendet, ständig wiederhole, können die nicht wirken, weil ich halte sie durch die Wiederholung ja fest. Dinge wirken erst dann, wenn sie losgelassen sind. Aber wie lässt man los? Na? Das ist ja so eine Sache. Loslassen könnt ihr ja alle nicht. Kein Mensch kann loslassen. Ist witzig, oder? Aber das ist auch so ein Esoterikspruch. Übrigens, ihr wisst schon, dass wenn ich schreibe, Karma is a bitch, dass das die volle Verarsche ist. Ne? Ihr wisst ja, dass ich sage, es gibt kein Karma. Ne? Sondern es gibt Ursache, Wirkung. Ja? Die Zukunft ist die Summe aus der Vergangenheit und der Gegenwart. Unten zusammengerechnet und die Esoteriker, die also alle in dieser vierten Bewusstseinsstufe kleben bleiben, in dieser Fleischklops-Position vom Burger, bei denen ist jeder zweite Satz, das ist Karma. Ja? Die kommen über diesen Status nicht hinaus. Das sind auch die Esoteriker, die sagen, der Engel hat gesagt, du musst und du sollst. Oder der Jesus hat gesagt, du musst und du sollst. Die haben noch nicht kapiert, dass das kein Engel- und kein Jesus-Kontakt ist, sondern dass das nur die Überlagerung ihres eigenen Denkens in eine fiktive Erscheinung darstellt. Ist das jetzt so kompliziert, wie ich das erkläre? Fiktive Erscheinung, ja. Na? Also, Metatron. Wie oft sagen die Leute zu mir, was sagt denn Metatron dazu? Ich sage dann immer, der sagt da gar nichts dazu, weil er bewertet ja nicht. Was ihr auch, denn der generelle Fehler, den ihr oft habt, ist, dass ihr immer denkt, dass Engel bewerten, so wie ihr die Dinge bewertet. Also macht euch mal frei von Bewertungen. Hört mal auf, Situationen und universelle Abläufe zu bewerten. Und dann schaut mal, wie ihr euch damit fühlt. War logisch. Ich sitze hier und Moses fängt zu randalieren an. Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Geil, Moses. Ja. Gut. Jetzt habt ihr was zum Nachdenken. Also, ja? Wie befreie ich mich von Wertungen, Bewertungen? Ne? Generelle Frage, was hat das mit mir zu tun, wenn ihr wertet? Viel Spaß damit. Ist eine Riesenaufgabe, ja? Und würde vielleicht helfen, über die vierte Bewusstseinsstufe aus der Fleischklops-Position rauszugehen und drüber zu gehen und sich ein Bewusstsein weiter nach oben zu arbeiten. Und auf einmal ist das Karma-Denken aufgelöst. Probiert's mal aus. Hilft ungemein. Ja?
dann fragt ihr auch nicht mehr, wie bewertet ein Engel oder Metatron oder sonst wer die Situation und kommt auch nicht mehr mit angeblichen Sätzen wie Jesus hat gesagt, du musst oder Metatron hat gesagt, du musst oder Gabriel hat gesagt, du musst. Dann werdet ihr ganz schnell feststellen, dass das kein Engel ist, der sowas sagt, sondern ein Mensch. In diesem Sinne, gehabt euch wohl.